Natürlich haben wir auch Leinenhosen gemacht und die sind jetzt auch fertig, das zeige ich euch selbstverständlich, natürlich. Also, wir haben einmal eine kurze Leinenhose, dann haben wir einmal eine lange Leinenhose. Und wer von euch schon mal mitten im Sommer bei den unfassbar heißesten Temperaturen überhaupt Leinenhosen getragen hat, weiß, wie geil das ist. Das ist jetzt die finale Version, die probieren wir jetzt gemeinsam aus und schauen uns an, wie sie wirklich geworden sind. Okay, das ist die lange Hose. Ihr seht, von der Länge her nicht überlang, soll aber trotzdem noch leicht den Schuh berühren. Das haben wir gut erreicht. Vom Bein her straight, aber nicht straight eng, sondern straight locker. Ihr wisst ja, ich habe mein Wadenproblem, trotzdem kann ich die hier ziemlich gut anziehen. Wir haben tiefe Taschen. Wir haben hier ist ein Visho-Logo gestickt. Hier an der Seite von der Tasche, weite, lockere Taschen. Es ist ja eine Sommerhose, die muss locker sitzen. Schritt recht angenehm hoch, also nicht sehr tief, nicht baggy oder sonst was, sondern wirklich angenehm am Körper, hier am Hintern lockerer. Das ist tatsächlich eigentlich eine XL, deswegen sitzt sie hier ein bisschen lockerer. Ich bin eigentlich L-Träger bei Hosen, aber trotzdem sieht gut aus. Das ist sehr angenehm zu tragen, also muss ich echt sagen. Und es ist natürlich gerade für den Sommer, auch wenn es wärmer ist etc., will man nicht unbedingt eine helle Hose tragen. Da ist eigentlich so eine Hose eigentlich perfekt. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal als Shorts anschauen, dann seht ihr auch ein bisschen das Wadenproblem. Aber ich bin hier sehr zufrieden. Wir haben hier ein Elastik mit drin, das heißt, es ist ein bisschen flexibel, es macht ein bisschen was mit. So eine Hose habt ihr einmal, könnt ihr die nächsten 10 Jahre behalten und immer im Sommer rocken, gerade für den Urlaub. Deswegen heißt die Kollektion ja auch Resort. Es ist ein bisschen so eine Urlaubskollektion. Für die kurze Hose habe ich jetzt auch mal das Hemd dazu angezogen, dass ihr so einen sommerlichen Urlaubsfit einfach mal komplett seht. Ihr seht, die Hose ist knapp über dem Knie. Wir hatten die auch so geschnitten in der ersten Version, dass sie teilweise über dem Knie ging. Sah ein bisschen albern aus, gerade für eine Urlaubshose, da will man nicht unbedingt so eine alberne Hose anhaben. Das sah einfach albern aus, vertraut mir. Deswegen haben wir die jetzt so von der Länge so knapp über dem Knie gemacht, haben sie auch jetzt nicht sonderlich weit gemacht, sondern angenehm liegen. Das heißt, man kann sich gut bewegen, hat trotzdem eine schöne Hose dran, man kann sie auch ein bisschen hochziehen, wenn man sie ein bisschen höher tragen will. Das ist das Gute an einem elastischen Bund. Was ich vergessen habe, auch bei der langen Hose, wir haben bei beiden hier so eine Tasche hinten, wo man eben nochmal guten Geldbeutel reinstecken kann. In der ersten Version hatten wir die tatsächlich ein bisschen zu klein und haben die dann jetzt entsprechend ein bisschen größer gemacht, die Tasche, dass man da auch was verstauen kann. Ne? Sieht gut aus, fühlt sich gut an, ist tatsächlich sehr angenehm zu tragen, muss ich nochmal sagen, gerade für Leine. Ne? Und in Kombination mit dem Hemd natürlich auch nochmal hier. Sommerlicher Fit, oder? Gefällt mir. Bin großer Fan davon. Also ich bin froh, wir hätten schon früher ein bisschen mit Leinen arbeiten sollen. Werden wir in Zukunft vielleicht auch ein bisschen mitmischen in verschiedenen Stoffen. Also ist schon ein genialer Stoff. Und wirklich, muss ich nochmal sagen, das haben viele Leute so gar nicht auf dem Schirm. Es gibt nichts Nachhaltigeres an Stoff, womit man arbeiten kann als Leinen. Made in Germany ist ja geil, aber ein Problem gibt es natürlich. Made in Germany ist leider immer teuer und gerade natürlich mit einem gewissen Qualitätsanspruch nochmal teurer. Was wir hier machen, ist halt wirklich sehr anspruchsvoll und teuer. Ich habe ja vor Jahren mal über Veru, die zweite Marke von mir, wo ich ja nie dazu komme, irgendwas zu machen, aber demnächst auch mal was machen will, wo ich in Portugal etc. unter meinen Bedingungen produziere, was auch super interessant ist. Aber da hatten wir mal diese Produkte. Wir hatten so Sweater, Zip-Hoodies in diesem Eisblau und in diesem Schwarz hier. Und das Hauptproblem bei diesen Produkten war, warum wir jetzt ein paar davon hier haben, ist, wir haben sie damals über Amazon verkauft. Und dann entstehen natürlich Retouren. Wenn jemand sagt, hey, das passt nicht, also die kann man natürlich wiederverkaufen, aber es gibt Leute, die sagen, das und das und das. Das sind eigentlich noch hervorragende Produkte. Amazon würde sie natürlich am liebsten kaputt machen, verbrennen und was drum und dran. Nicht mit mir, denn das Thema nachhaltig, wie gesagt, man muss es ja ein bisschen auch ausleben, ohne dass man das jetzt irgendwie albern darstellt, aber ich habe jede der einzelnen Retouren aufgehoben, jetzt 2 Jahre lang. Und was wir daraus machen, zeige ich euch jetzt. Deswegen habe ich gerade das Thema nochmal Made in Germany erwähnt und teuer. Der Stoff der Retouren aus diesen Sweatern ist ja für uns im Prinzip kostenlos. Ne? Hier seht ihr das Schnittmuster. Und hier seht ihr die Zuschnitte und das machen wir heute gemeinsam. Wir machen nämlich aus diesen alten Sweatern machen wir Sommershorts. Unter dem Arbeitstitel Second Chance geben wir im Prinzip diesen alten Stoffen, wir schneiden sie hier neu zu, machen daraus Sommershorts und können ein ziemlich günstiges Produkt, wo man im Prinzip nur die Lohnkosten, die Konfektionskosten hat, ziemlich günstig verkaufen. Und dieses Produkt werden wir einmal in Blau haben und einmal in Schwarz. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt bei der
Sommerkollektion mit reinbringe oder ob ich es beim Sample Sale mit reinbringe, die Shorts. Aber das ist auf jeden Fall so ein kleines Produkt, wo ich sage, hey, bei uns wird wirklich nichts weggeschmissen. Wir usen alles, was nur geht. Und das ist so das beste Beispiel, das Nachhaltigste, was man machen kann. Ich vernichte nicht eine einzige Retoure, ich vernichte gar nichts. Ich mache aus allem etwas, wo Leute sich vielleicht am Ende des Tages darüber freuen, dass sie zum Beispiel nachher eine ziemlich günstige Made in Germany Shorts bekommen. Und jetzt muss ich erstmal natürlich an die Nähmaschine und nähen. Zuallererst machen wir natürlich erstmal die Taschen. Das Besondere an diesen Taschen, die ich hier gerade nähe, ist, das sind keine normalen Shorts-Taschen oder Jogginghosentaschen oder sonst was. Die haben einen besonderen Twist, aber das seht ihr dann nachher. Wir sind natürlich immer noch bei den Taschen. Das ist Prio Nummer 1, beziehungsweise Schritt Nummer 1, den wir hier machen müssen. Beide Taschen sind jetzt fertig. Jetzt kommen wir zu dem schönen Teil, wo wir jetzt alle vier Einzelteile der Shorts miteinander verbinden, denn das Säumen machen wir natürlich erst zum Abschluss. Zuerst einmal verbinden wir die Vorderteile mit den Vorderteilen und dann verbinden wir das Hinterteil mit dem Hinterteil. Das Hinterteil ist verbunden, das Vorderteil ist verbunden. Und was machen wir jetzt? Wir verbinden das Hinterteil mit dem Vorderteil. Jawohl. Jetzt ist es doch schon eher eine Hose geworden, oder was meint ihr? Aber natürlich fehlt nur noch die Mitte. Wenn wir diese Mitte offen lassen würden, hätten wir theoretisch einen Rock. Aber das möchten wir natürlich nicht. Und jetzt muss ich mich hier mal kurz konzentrieren, dass ich hier keinen Mist baue. Und dann haben wir es auch gleich Tada! Die Hose ist an sich schon fast fertig. Jetzt fehlt natürlich noch einmal der Bund und wir müssen natürlich einmal noch säumen. Dadurch, dass wir das eben aus einem alten Sweater zuschneiden, können wir jetzt nicht das ganze Teil hier, den ganzen Bund, als Ganzes ausschneiden, ohne jetzt die Fadenlaufrichtung zu ignorieren. Das möchten wir natürlich nicht. Deshalb teilen wir den Bund einfach in zwei Teile auf. Wenn wir das gemacht haben, haben wir sogar noch mal zusätzlich einen kleinen Benefit, und zwar haben wir zwei Orientierungspunkte zum nachher Anbringen an die Hose. Elastik habe ich hier schon vorbereitet. So sieht das Ganze jetzt aus. Wenn wir es umklappen, das wäre nachher theoretisch der Bund. Wir tun nachher noch zusätzlich absteppen, aber hier muss das Elastik jetzt rein. Das Besondere ist jetzt, der Elastik ist da drin erstmal per se lose. Wir müssen jetzt darauf achten, dass der natürlich drin bleibt und nicht mit overlockt wird bzw. mit eingenäht wird. Der Grund, warum Roboter diese Arbeit niemals ersetzen werden können, ist einfach das, was wir Menschen haben, ist das Gefühl. Ich muss gleichzeitig hier mit dem Finger den Gummi, das Elastik spüren, zur Seite schieben und gleichzeitig mit der anderen Hand den Stoff nicht überdehnen und gleichzeitig zuführen. Das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum Maschinen diese Arbeit zum Beispiel, und das ist ein hervorragendes Beispiel, nicht machen können. Was ich jetzt dafür mache, ist, ich nähe den Bund erstmal hier an der Maschine vor und dann gehe ich nochmal an die Overlock, damit ihr seht, was für ein hochkompliziertes Verfahren das ist hier mit dem Stretchen und. Tada, der Bund ist dran, jetzt overlocken wir das zur Sicherheit einfach nochmal. Jetzt ist es bombenfest, fertig gesäumt, fertig abgesteppt. Jetzt nur noch mal hier ein bisschen gegenarbeiten und dann sind wir auch schon durch. Hier ist die Shorts, die wir gemacht haben, und das Besondere hier ist, ich musste ein bisschen hier kaschieren, weil ich aus Versehen den Bund hier zerrissen habe, aber das ist überhaupt nicht schlimm für das erste Sample. Das ist die Tasche, die ich gemeint habe. Schaut mal, oh mein Gott, wie tief die geht. Ich muss jetzt kurz rein. Schaut euch das an. Es ist der gleiche Schnitt wie unsere kurze Shorts damals. Ich habe einfach den Schnitt von damals genommen, mit dem Unterschied, dass ich hier diese neue Tasche gemacht habe. Und warum diese Tasche ziemlich cool ist, es ist eine Jeans-Tasche, die ist ziemlich fest. Und schaut mal, wie tief das ist. Hier, so tief ist das. Und jetzt zeige ich euch das, was ich meine, okay? Moment. Und zwar, mein Hauptproblem im Sommer ist, wenn ich mich irgendwo hinhocke, fällt mir ständig alles aus der Tasche. Wie soll hier was rausfliegen? Schaut euch mal, ich provoziere jetzt, dass das Handy hier hinkommt. Die Tasche geht hoch. Seht ihr das? Keine Chance. Also, geil. Sehr, sehr cool. Sitzt sehr gut am Bund. Sehr angenehm. Sehr schöne tiefe Taschen. Sehr schöner Look. Und das Beste daraus, wir haben einen alten Sweater benutzt. Also, ich habe mir das ein bisschen schwieriger vorgestellt tatsächlich. Ich dachte am Anfang, so das Learning von heute,
Es wird viel komplizierter, viel aufwendiger, wir werden das nicht hinkriegen. Es hat mit dem Zuschneiden geklappt, der Stoff ist unfassbar weich. Es sieht einfach unfassbar gut aus und ich bin auch mit den neuen Taschen sehr, sehr happy.